Dann wollen wir mal betreten. Hier unten ist wohl doch nicht die Mission. Aber hier kann ich Schiff aufrüsten. Was habe ich denn zu verkaufen? Tabak kann verkauft werden. Also weg mit. Stein brauche ich, Stoff brauche ich und Metall und Holz ebenfalls. Da gibt es schöne Segel. Exzellente Segel. Boah, die sind geil. Aber das hat keine Dringlichkeit. Hier hat einiges jedoch Dringlichkeit. Ich kann alles nicht freischalten. Wir brauchen mehr Zeug. Alles klar. Ab geht's nach River Valley, wo unsere nächste Mission stattfindet. Ciao, New York. Wir sehen uns bald wieder, denke ich. Greifen Sie Force an und erobern Sie sie, um Details zu Ihrer Umgebung zu enthüllen und neue Missionen freizuschalten. Ist mir bewusst. Was er wohl als nächstes für uns vorgesehen hat? Und? Ich dachte, ihr wolltet euch nur mit Monroe treffen, nicht mich in die Armee holen. Weit gefehlt, Shay. Aber ich bewundere des Colonels Ideale und möchte sie umsetzen. Welche Art von Idealen? Sicherheit der Grenzen, blühende Höfe, fairer Handel. Wir brauchen diese elenden Kolonien. Hört sich nach einem neuen Utopia an. Ist es auch. Wollt ihr es mit errichten? Colonel Monroe ist ein faszinierender Mann. Sicher höchst ehrenwert. Gehen wir nach Albany. Dann sehen wir weiter. Nichts mit volle Segel setzen hier. Wir werden jetzt andocken. Umstände. Vor Beginn dieser Mission sollte das Schiff aufgerüstet werden. Wir haben gerade nachgeschaut, da geht nicht wirklich viel mehr. Wir machen es durch unseren Skill irgendwie weg. Vielleicht. Kerngesund, nicht wahr? Ja, dank des Captains hier. Ein gutes Schiff, Captain Cormick. Danke, Colonel Monroe. Master Gist, konntet ihr mehr über die Verschwörer und ihre neuen Waffen erfahren? Ja, nur, dass sie von einem französischen Vorfluss abwärts aus operieren. Das ist nicht gerade beruhigend, oder? Wenn die Franzosen so nah ein Fort errichtet haben, planen sie vermutlich einen Angriff. New York könnte brennen. Schließt ihr euch an, Master Cormack? Ei. Genug Unschuldige sind schon gestorben. Dürfte ich vorschlagen, die Morrigan etwas aufzurüsten? Ein paar Verbesserungen und unsere Morrigan wird zu einer unschlagbaren Waffe. Und es gibt einen französischen Außenposten, wie ich zufällig erfahren habe. Das klingt hervorragend. Das konnte ich so schnell nicht lesen. Zum französischen Außenposten segeln. Ein bisschen ungewohnte Art und Weise an Deck zu kommen, aber... Welche Art Geschäft betreiben die Franzosen dort? Ist es nur Landnahme? Wie segeln wir am besten? Na, da oben entlang, ganz klar. Einige der Halunken werden von Feinden der Kolonien finanziert. Sie wollen die Lokalität. Was für ein Wind. Ich hörte, sie bestehlen die Bürger und verkaufen Grundgüter für den 10-fachen Preis.
Gehäutet wird immer der kleine Mann. Colonel. Hier ist dein Industrie. Wasser? Whisky? Ich verstehe, aber das macht nichts. Ich möchte nur, dass diese Kolonien ein sicherer und blühender Ort werden. Amüsant. Ich dachte, reiche Männer suchen nur nach Profit. Treibgut. Ich bin nicht reich, Master Corman. Geld ist ein Mittel zum Zweck, kein Ziel an sich. Sagt ihr? Für ein Kartenspiel ist es durchaus ein Ziel. Es sollte in der Nähe sein, Captain. Alle Segel andocken. Ah, da sind wir relativ richtig und haben auch einen Aussichtspunkt. Den wir uns natürlich holen. Valet wert. Würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Aussichtspunkt, ne? Dann eben außen entlang. Was um... Oh Mann, 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 Mann. Sachen gibt's hier jetzt gar nicht. Gleich haben wir's. Und wir sind da. Synchronisieren. Und ab geht's nach unten. Das heißt, da irgendwie reinkommen. Das hier sieht doch nach einer Möglichkeit aus. Die einfach schon auf uns wartet. Ideal. Da haben wir ihn auch schon. Komm schon. Zack. Was, wie hat er das überlebt? Ach, er kommt von selbst vorbei. So ist es auch in Ordnung. Oh. Ich würde sagen, ich verschwinde erstmal auf die Seite hier. Hallo, mein Freund. Ganz ruhig. Alles ist gut. Ich wechsle mal wieder auf die Pistole. Und erledige den hier. Von hinten. Na, pfeifen wollte ich nicht. Ich wollte ihn bestehlen. So, und jetzt holen wir uns den Schlüssel. Und zwar von dem hier. Dann noch einmal hier. Die Alarmglocke sabotiert. Und dann rüber zum Lagerhaus. Blöd, dass da zwei Stück stehen. Die machen wir beide platt. Einer patrouilliert, geht aber weiter. Noch ein Stück, komm. So. Und nochmal beide.
Lagerhaus geplündert. Waren erbeutet. Und zwar viele Waren. Und jetzt sollen wir wieder hier raus. Bester Weg. Da, wo wir hergekommen sind, geht's noch wieder nach draußen. Zack, in den Heuhaufen. Und schon ist erledigt, was zu erledigen war. Exzellent, Shay. Lasst uns nun der Morrigan damit mehr Feuerkraft geben. Na klar doch. Morrigan mit dem Mörser ausrüsten. Machen wir doch direkt. So, Stärke der Rundkugeln, würde ich sagen. Absolutes Muss. Die Panzerung wäre halt noch ganz gut gewesen, aber da habe ich leider momentan nichts mehr. Zumal ich eh keine Kohle mehr habe. Egal, alles für den Angriff. Verteidigung ist für Loser, würde ich sagen, ne? Richtig! Dieses Fort samt Besatzung wird vor der Morrigan erzittern. Euer Schiff ist in guter Verfassung, Master Cormac. Alles klar, wunderbar. Einmal da oben lang. Rohr wird schnell fallen. Ich hoffe doch, die Frogs wehren sich, sonst wird das ein trüber Tag. Er sieht nie die Schlacht, Master Gist. Es gibt genug davon für unser aller Leben. Im Übrigen, wenn wir den Vorkommandanten finden, ergeben sich die Franzosen, oder? Allerdings, das ist ein guter Plan. Aber zunächst müssen wir die Verteidigung des Forts schleifen. Sonst graben sie sich ein wie ein weitwunder Bär. Heißt erst Schiffe bekämpfen, vorbekämpfen. Feuer! Ah. Mörser, alles klar. Habe ich schon rausgefunden. LB halten, mit R zielen, drücken Sie AT zum Schießen. Und zack. Komm schon. Oh oh. Zack. Komm schon. Die haben wir lahmgelegt. Oh oh, eine Salve ist niemals gut. Zack. Oh verdammt. Na hopp. Komm, komm, komm. Die legen wir lahm. Komm, den Turm. Nochmal. Feuern. Und los. Hopp. Die legen wir doch lahm. Und zwar locker. Hep. Oh Mann, wir treffen nichts. Oh verdammt. Es wird gar nicht so einfach.
Komm schon. Ah, da ist der letzte Turm. Deswegen haben wir nichts getroffen. Und zack. Wir haben das Fort in Schutt und Asche gelegt. Wir werden andocken. Ein bisschen arg weit, ne? Oh, das brennende Fort. Das nehmen wir natürlich ein. Den Kommandanten töten. Ich schnapp mir mal ganz kurz. Nein. Verdammt. Der interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Alles, was mich interessiert, ist der Kommandant. Da haben wir ihn ja. Geschossen in die falsche Richtung, mein Großer. Oh Mann. Nein, nicht den. Oh Mann. Oh Mann. Einmal hier hinten rum. Rauchbomben wären toll. Ich habe nur leider keine. Oder? Doch, ich habe welche. Da komme ich hoch. Wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. Bitteschön. Und zack. Und hepp. Komm, 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 lauf, lauf, lauf. Shay. Nach da hinten müssen wir. Oh oh. Einmal Y. Zack. Oh oh. Wir müssen anonym werden. Das dürfte schwer werden. Oh Mann, halt die fest. Sehr gut. Für alle, die jetzt hinterherkommen, ich werde einen nach dem anderen abschlachten. Das kann lustig werden. Komm schon. Alter Schwede. Wird's mal. Hat er auch mal drauf vor, drauf zu gehen? Machen wir es halt auf die alte Art und Weise. Zack. Dass sie mich nicht genau sehen, werde ich den jetzt erstmal plündern. Und dann versuchen, irgendwie darüber zu kommen, ohne entdeckt zu werden. Ich bleib kurz mal hier stehen. Verziehen sich mittlerweile wieder alle. Noch ganz kurz warten. Hepp. Runter mit dir. Oh Mann. Ich jetzt einfach lassen sollen, ne? Zack. Wir haben aber wieder einen. Oh Mann, das wird richtig laut. Komm hier rüber. Zack. Plündere ich dich mal auf die Schnelle noch. Jetzt aber. Le Chasseur. Shay. Wie lange ist das her? Wart ihr auf Sondermission? Ja. Von Achilles. Wie interessant. Ich auch.
Na dann. Zwingt mich nicht dazu, Schatter. Ihr könnt einfach gehen. Aber dann erfahren eure Brüder, dass ihr noch lebt. Ihr müsst mich töten. Zack. Tja. Du hast ja nicht drauf führen wollen. Ihr wart immer gut in eurem Tun, Shay. So wie ihr. Sagt mir, was treibt ihr an Land? Spezialwaffen. Giftige Gase für den Einsatz gegen die Kolonialherren. Ich bin nur der Lieferant. Dann möge eure letzte Lieferung schnell gehen. Alles klar, das ist jetzt unser Gebiet. Und in den restlichen hat es weitere Hauptquartiere. Yeah. Mittel, schwer. Geil. Also das hier ist noch auf mittlerer Schwierigkeitsstufe. Liegt auch direkt neben Albany. Sollte eigentlich machbar sein. Alles klar. Le Chasseur hatte recht. Ich hatte keine Wahl. Erfahren die Assassinen, dass ich lebe, jagen sie mich. Das mag wohl wahr sein. Da haben wir also unsere nächste Hauptmission. Und zwar wieder direkt an Bord. Schön hier. Wirklich schön. Naja, wollen wir mal weitermachen.